Eine Krankenversicherung ist in Deutschland obligatorisch. Auf die gesetzliche Krankenversicherung haben alle, die in Deutschland wohnen, Anspruch. Neben der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es auch eine private Krankenversicherung. Beide Versicherungen werden von einer Vielzahl an Krankenkassen angeboten. Welche Krankenversicherung ist jedoch für dich die richtige? In diesem Video helfen wir dir dabei, wie du und deine Familie die Komplexität des Gesundheitssystems verstehen und darauf zugreifen könnt. In der Regel sind die meisten Menschen in Deutschland gesetzlich versichert. Doch was übernimmt die gesetzliche Krankenkasse? Grundsätzlich fallen darunter alle dringend notwendigen medizinischen Behandlungen in der Arztpraxis oder im Krankenhaus. Außerdem werden teilweise auch die Kosten von Medikamenten und Heil- bzw. Hilfsmitteln übernommen. Ab einem bestimmten Einkommen ist auch eine private Krankenversicherung möglich. Diese bietet zusätzliche Leistungen an, ist aber auch mit höheren Kosten verbunden. Beachte jedoch, bist du erstmal in Deutschland privat versichert, ist ein anschließender Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse nicht ohne weiteres möglich. Welche Krankenversicherung solltest du für dich wählen und welche Krankenkasse passt besser zu dir? Als Orientierung hierzu findest du eine Übersicht unter der eingeblendeten URL. Es ist eine wirklich gute Idee, dich mehr hierüber zu informieren, da abgesehen von der Wahl der Krankenkasse eine Fülle an Zusatzversicherungen für dich zur Verfügung steht. Welchen Beitrag du zahlen musst, hängt auch davon ab, ob du eine Festanstellung hast oder freiberuflich arbeitest. Bist du fest angestellt, übernimmt der Arbeitgeber einen Teil deiner Versicherungskosten. Hast du keine Einkünfte, dann kannst du dich über deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin kostenlos mitversichern lassen. Das gilt auch für die Kinder. Das nennt sich Familienversicherung. Oder wie sieht es mit einer Zusatzversicherung aus, zum Beispiel für Zahnarztkosten, welche auch bei Privatkrankenversicherungen nicht immer oder nicht immer ganz abgedeckt sind? Nach Abschluss einer Krankenversicherung erhältst du von deiner Krankenkasse deine persönliche elektronische Gesundheitskarte. Diese Karte zeigst du bei jedem Arztbesuch vor. Die gute Nachricht: Sie gilt auch in allen Ländern der EU sowie in Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz. Also wenn du in diesen Ländern während eines kurzen Aufenthalts krank wirst, hast du auch dort Anspruch auf die medizinische Versorgung. Alle genannten Versicherungen machen dein Leben und das deiner Familie in Deutschland vor Ort sicherer. War das Video für dich hilfreich? Dann teile es mit Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, und schau dir direkt ein weiteres unserer Videos zum Leben und Arbeiten in Deutschland an. Alle wichtigen Adressen findest du auf Mein Weg nach Deutschland unter goethe.de/mwnd. Kostenlose Angebote und weitere Informationen erhältst du am Goethe-Institut in deinem Land.